Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Neverwinter. Ja, und wir haben ja in der letzten Folge ein Level abgehabt. Das heißt, wir können hier auch schon wieder unsere Kräfte neu verteilen. Ja, was machen wir denn? Wirbelwind der Klingen. Eigentlich kann man das ja mal nutzen. Wie gesagt, das ist ja wirklich nur für das Let's Play hier. Was haben wir denn jetzt hier? Überraschungsangriff. Wirbelwind. Kann man das hier reinziehen? Nee, kann man nicht reinziehen. Und wo ziehe ich das sonst rein? Tab ja nicht. Ja, ganz toll. Das heißt, ich müsste mich jetzt für irgendwas entscheiden. Von den Skills her. Was ich allerdings ein bisschen doof finde. Naja, okay, dann muss ich gleich nochmal schauen. Talentpunkt, wir verteilen unser... Na gut, wir verteilen erstmal auf allem irgendein Talent. Okay. So, wir werden uns gleich nochmal schauen, wie das hier geht. Nämlich unter Optionen und der Spielweise. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie was finden. Anzeige. Alles okay. Gesamtlautstärke ist auch okay. Grafik ist okay. Ihr seht schon, auf Mittel alles ausgestellt erstmal nur. Erweitert, Software-Mauszeiger. Okay. Statusanzeigen allgemein. Man müsste den Skill jetzt hier unten reinziehen, was ich aber nicht wirklich befürworten würde. Vielleicht kann man den ja auf die rechte Maustaste legen, aber eher nicht, oder? Ich guck nochmal nach, weil, wie gesagt, das lässt mir jetzt hier keine Ruhe. Man muss das doch einstellen können, letztlich, Statusanzeigen. Feinde, freundliche NSCs, Gruppenmitglieder, meine Gefährten und so weiter und so fort. Chat haben wir hier noch. Wollen wir aber nicht den Chat. Sondern ich würde eigentlich ganz gerne. Charaktertitel. Gibt es natürlich 100.000 verschiedene Optionen hier, allgemein. Menügröße, okay. Erweitert Bildfrequenz, Leuchteffekt und so weiter. Das Anzeige brauchen wir auch nicht. Anzeige, okay. Spielweise. Aber hier gibt es da nicht noch mal mehr irgendwie? Anzeigenanordnung. Kraftleiste, Statusleiste. Also hier kann man auf jeden Fall das Zeug anordnen, aber hier Gegenstandsleiste. Teamstatus, eigener Status, Fenstermenü, Bossinfo oder PvP-Werte, Minikarte, Gitteranrufung, Erfahrungsleiste. Ja, nee, ist ja alles in Ordnung, also zumindest. Ja, aber doof, dass man halt. Das ist die Kraftleiste. Also scheinbar geht's dann doch nicht irgendwie. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie man das irgendwie verändern könnte, theoretisch. So werden wir halt erstmal den Skill lassen und ich werde den dann später erstmal nochmal vorstellen, irgendwann später. Ne? So, also wir haben jetzt eigentlich, nur noch Questabgabe, Nestei. Und haben dann. Probleme im Turmviertel. Also müssten dann wahrscheinlich auch schon wieder in ein neues Viertel. Ist ja auf jeden Fall sehr beruhigend, die Musik. Ja. Auch wenn ich jetzt kein Fan von ja, ungefähr dieser Musik Art bin. Bin dann mehr oder weniger so der House-Elektro-Fan. Und aber auf jeden Fall für so ein Spiel diese musikalische Untermalung auf jeden Fall gut gemacht. Ansonsten bin ich natürlich auf jeden Fall, wer so solche Spiele mag, ja, also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite her, dieses Spiel zu spielen. So, dann gehen wir mal nochmal hier zu dem Feldwebel Nox und geben mal den Spaß ab. Die Protectors Enclave braucht eure gute Arbeit.
So, dann haben wir hier Götter. Ah, Götteranrufung. Das war genau das, was ich ja hier gerade in meiner Fensteranordnung hatte. Anruferin, die meiste Zeit am Altar hier im Tempel von Tyr verbringt. Sie kann euch erklären, wie ihr die Kraft der Götter anruft. Okay. Können derweil dann allerdings auch nochmal schauen. In unsere Wartelisten. Da haben wir zurzeit allerdings keine. Wir haben verfügbare PvP-Wartelisten Herrschaft. Das wollen wir ja auf jeden Fall nochmal machen mit diesem Herrschaft PvP. Also wir sind jetzt erstmal auf jeden Fall mal in der Warteliste drin. Ihr möchtet also bei jeder Anrufung erhaltet ihr ein Geschenk für eure Hingabe. Probiert es gleich jetzt. Die Anrufung ist einmal pro Stunde möglich. Wenn sie die Götter zufriedengestellt haben, werden Geschenke auf sie herabregnen. Das heißt, ich könnte jetzt SRG und 1 drücken. Was aber nicht funktioniert. Weil ich keine nicht genügend Aktionspunkte habe. Okay. Auf jeden Fall müssen wir ins Turmviertel. Gucken, ob es hier lang geht. Ja, hier geht's lang. Haben wir noch irgendwas? Götteranrufung. Ah, das können wir, glaube ich, nur da oben machen, oder was? Ach so. Dann probieren wir das doch gleich nochmal aus. Ob das wirklich nur da oben geht, oder? Wir haben hier auf jeden Fall hier irgendwie so einen Kreis. Das heißt, jetzt können wir das machen. Aber ich drück gerade SRG und 1. Ich kann ja nochmal auf F2 gehen. Ihr habt euer Ritual abgeschlossen und wurde erhört. Die Götter sind erfreut. Und ich bekomme jetzt Spielerglück. Oh, ich bekomme auch Astraldiamanten. Willkommen beim Schrein der Götter. Anrufung ist eine mächtige Okay. Also wie gesagt, irgendwas mit Anrufung und Gedöns und... Ihr wisst schon, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja. Aber wir können uns eigentlich das mal durchlesen hier. Dann erfahren wir zumindest auf jeden Fall mal noch ein bisschen mehr über das Spiel. So, was ist Anrufung? Anrufung ist eine mächtige Fertigkeit zum Ehren der Gottheiten. Mit etwas Glück zeigen sie sich im Gegenzug durch rohastralen Diamanten Erfahrung vorübergehend Vorteile oder nützliche Gegenstände dankbar. Außerdem erhaltet ihr täglich eine begrenzte Anzahl an feurigen und celestischen Münzen als Belohnung für eure Hingabe. Okay. Wie führe ich eine Anrufung durch? Ja gut, das haben wir ja schon gemacht. Ne? Über das führt einmal pro Stunde eine Anrufung durch, auf das Sonnensymbol bei der Minikarte klicken, wenn ihr euch in der Nähe einer Ruhezone befindet. Ah, okay, also zählen wahrscheinlich auch die Lagerfeuer mit dazu. Was sind Ruhezonen? Eine Ruhezone ist gesegneter Grund und Boden, der vor dem Einfluss der Gottheiten nur so strotzt, wie beispielsweise der Bereich um diesen Altar. Gottheiten sind die mächtigsten der Unsterblichen, Bewohner der zahllosen Herrschaftsgebiete des Astralmeeres. Sie haben keinerlei physische Form. In ihrer Natur als Gottheiten stehen sie über den Gesetzmäßigkeiten, die selbst Engel an ihre körperliche Gestalt binden. Jede Gottheit hat eine eigene Vorstellung davon, wie die Welt aussehen sollte, und versucht, diese Vision für die Einwohner von Faerûn Wirklichkeit werden zu lassen. Okay, da wisst ihr das Bescheid, ne? Die Gewölbe der Frömmigkeit, gut, die das haben wir jetzt bisher sowieso noch nichts davon gehört, deswegen kann man das auch mal getrost mal beiseite lassen. Ja, okay, ich denke, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal ins Turmviertel, das haben wir ja auch schon die ganze Zeit vorgehabt, und wir sind noch immer in der Warteliste fürs PvP eingetragen. Aber da geht scheinbar keiner rein, geht mal rein! Los, ich will PvP schnetzeln! Naja. Schauen wir halt mal. Irgendwann wird es sicherlich schon voll werden. Ah, siehst du, genau da ist es doch auch schon voll. Herrschaft wird beigetreten. Also ein Spieler fehlt scheinbar gerade noch. Die Frage ist, ob wir jetzt hier warten sollten oder wir auch schon ins neue Gebiet. Ah, okay, sind alle schon da. So, Teilnehmer noch nicht vollständig. Also ich bin jetzt auch Stufe 19. Nur Wozen ist Stufe 13. Aha. Okay, das wollte ich jetzt auf jeden Fall nicht. Jetzt bin ich unsichtbar. Also ich habe ja gar keine Ahnung, was hier zu tun ist. Ich laufe einfach mal
dem Rest ganz getrost hinterher. Scheinbar ist das vielleicht auch eine andere Gruppe, dann die hier noch mit drin ist im PvP. Oder wir vielleicht Capture the Flag-mäßig irgendwas einnehmen müssen. Der Gegner dominiert. Also wir stellen uns scheinbar einfach nur hier hin und nehmen das hier dann scheinbar ein. Euer Team dominiert. Also wir dominieren auch. Okay, also das sind scheinbar die zwei Punkte, die unser... hier kommen wir raus. Lagerfeuer, okay. So, die 2 wird gerade eingenommen. Das heißt, wir werden hier bei der 2 wahrscheinlich gleich PvP haben. Der Gegner dominiert. Oh, einen haben wir sogar schon getötet jetzt gerade. Okay, wir können es noch immer nicht verwenden. Scheinbar ein kleiner Fehler vielleicht. Aber da kommt auf jeden Fall gerade wieder einer neu dazu. Ah, das ist natürlich doof. Mal gucken, also Wiederbelebung in 9, 8. Gucken wir mal, wo wir dann spawnen. Auf jeden Fall haben wir zumindest mal... Problem ist, dass wir nicht diesen Punkt jetzt hier haben. Wir müssen den jetzt eigentlich mal einnehmen. Weil wir nämlich gerade in Rückstand liegen. Das heißt, wir müssen den einnehmen. Mal gucken wir mal. Vielleicht kann ich ja sogar mal was einnehmen. Ne, hier kommen wir nicht rüber. Das heißt, wir müssen so oder so hier lang. So, mal von hinten anschleichen. Okay, das wäre jetzt auch platt. Das heißt, wir hätten jetzt wahrscheinlich gleich das Ding eingenommen. Ja, komm, einnehmen. Jawohl, haben sie erobert. Das ist sehr gut. So, unser Leben ist schon ziemlich low. Wir können es immer noch nicht, also wir können das PvP scheinbar, also wir können es die ganze Zeit scheinbar nicht einnehmen. Auf jeden Fall haben wir zumindest gerade noch die paar. Haben wir auf jeden Fall ein paar kleinere Vorteile noch hier. Im PvP. Oh, ich bin schon wieder wiederbelebt worden. Okay, cool. Mich haben wir jemanden wiederbelebt. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wir könnten eigentlich auch mal in die Richtung gehen hier, oder? Und das hier mal einnehmen. Wird mich vielleicht auch keiner finden. Gucken wir mal. Wird mir vielleicht auch keiner folgen. Schätze ich jetzt zumindest mal nicht. Also wir nehmen das hier gerade ein. Also es wird auch wahrscheinlich keiner mitbekommen. Also die Map ist ein bisschen doof gemacht. Wenn man halt hier... Also ihr seht schon, also über die Hälfte ist schon mal eingenommen.
So, wir haben das jetzt eingenommen. Ja, gut, die sind jetzt aber natürlich erstmal abgelenkt und ich weiß jetzt gar nicht, haben wir jetzt eigentlich alle drei? Gute Frage, ne? Also die 1, die ist rot, die 2 ist nicht ganz rot. Müssen wir die 2 gleich mal. Was? Die 3! Die 3 ist nicht. Die 3 ist blau oder was? Warum ist die 3 blau? Sind wir jetzt blau oder was sind wir denn jetzt? Gute Frage, ne? Sind wir blau oder? Müssen wir gleich mal gucken. Ich habe es nämlich nicht mitgeschnallt. Scheinbar schon, ne? Ja, da passiert jetzt hier gar nichts. Also wir sind blau, okay. So, erstmal schön, dass wir jetzt wissen, natürlich erstmal nach der Hälfte der Zeit, dass wir natürlich erstmal blau sind. Das ist natürlich gut. So, dann Stonok wurde von Beauty getötet. Okay. So, jetzt gehen wir auch mal wieder mit ins PvP rein. Sieht ja bisher nicht ganz so schlecht aus eigentlich für uns. Also wir haben die ganz schön weit nach vorn getrieben, muss man ja wirklich so sagen. Okay. So, ich warte eigentlich nur noch auf diese ultimative Fertigkeit, aber ich denke, die kriege ich nicht mehr gecastet. Ich hoffe, dass ich es noch überlebe. Okay, schade. So, ihr seid tot. Aber gut, wie gesagt, das ist eigentlich kein Problem, weil wir haben wirklich jetzt schon 100 Punkte Vorsprung. Und es sieht bisher eigentlich auch eher dominierend für uns aus. Auf jeden Fall cool gemacht, dass man wirklich dann auch dieselben Level bekommt. Und gut, wäre natürlich auch unfair, wenn man dann halt gerade am Anfang halt nur Level 10 ist oder Level 11, wie in meinem Fall. Und ich dann halt gegen Level 19 Gegner halt kämpfen müsste. Aber so ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Hier wird gerade schon wieder was eingenommen, scheinbar. So, die 2 ist natürlich nach wie vor komplett unser. Und auch die 3 ist unser. Aber wie gesagt, solange wir das einfach nur halten, die müssen jetzt hier natürlich ankommen. Und uns hier natürlich versuchen, irgendwas zu machen. Geht natürlich auch gut runter hier. So, dann können wir auch eigentlich auch mal ganz schnell hier nochmal versuchen, das einzunehmen. Das Ding. Einer ist auch mir gefolgt noch gerade, also zumindest von unseren Verbündeten scheinbar. Das heißt, wir nehmen das gerade mal ganz schnell ein. Jetzt zu zweit geht es natürlich noch schneller. Jetzt haben die natürlich erstmal die Arschkarte und müssen gleich erstmal schauen, dass die auch jetzt hier wieder hier hinkommen. So, unser Team dominiert, also wir haben jetzt alle drei. Der Gegner dominiert. Okay, die haben jetzt die 2 eingenommen. Aber also die müssen eigentlich hier oben runterkommen, theoretisch. Jetzt ist natürlich der Fokus gut auf mir drauf liegend. Ja. Das war dann natürlich klar. Ihr seht schon, die kriegen trotzdem gut Schaden noch rein. Wir müssen da jetzt eigentlich irgendwas machen, dass die dann auch den Vorsprung bzw. den Rückstand halt aufgeholt bekommen, aber ich denke mal, das wird unser Sieg werden. Ich glaube, 1000 Punkte müsste Finishstern sein, dementsprechend.
Okay, also ich denke, ich werde auch trotzdem wieder einen Mittelfeldplatz haben, denke ich mal. Ich will jetzt aber nicht nochmal sterben hier zum Ende. Das wäre richtig, richtig gay. Aber ich werde wahrscheinlich nochmal sterben. Jawohl. Ich werde nochmal sterben. Aber wir müssen eigentlich fast gewonnen haben. 10 Punkte noch jetzt. Ihr gewinnt. Jawohl. Wunderbar. So, und... Ui. Okay. Okay, auch nicht schlecht mit dabei. Wert 1850. Okay, das ist ja cool. Nicht schlecht. Und das dafür, dass wir so ein Spiel... Okay, dass wir das erste Mal das Spiel spielen. Okay, auf jeden Fall cool. Freut mich, dass ich Erster geworden bin, sogar vom Wert her. Und die Folge ist allerdings vorbei. Ich habe etwas überzogen und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Und ja, ihr schaltet dafür auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.